Hallo meine Lieben, heute machen wir wieder ein kleines Special-Video. Ihr erinnert euch an die Kräuterpalette vom letzten Jahr. Ja, da hat es leichte technische Probleme damit gegeben. Das ist ein technisches Problem. Gießen, Freunde. Ja, das war mit eins von den technischen Problemen. Einige hatten ja gesagt, ich soll eine Folie unten rein tun. Ich habe gesagt, ich probiere es einmal ohne. Das Ding ist definitiv zu schnell ausgetrocknet. Man ist einfach mit dem Gießen nicht mehr hinterhergekommen. Und deswegen habe ich mal was organisiert. Moment. Und zwar so eine Aquarium, Teichfolie. Ja, und da werde ich jetzt da erst einmal die komplette Erde rausräumen. Dann das Ding zurechtschneiden, ein bisschen austackern. Das zeige ich euch dann aber noch. Ja, und dann einfach mal neu bepflanzen. Und dann gucken wir mal, wie es dieses Jahr wird. Ich hoffe, dieses Jahr haben wir keine Staunässe dann drin, weil es alles drin bleibt. Aber auf die kleine Fläche, ich glaube, das trocknet auch mit der Folie relativ schnell aus. Ich fange jetzt einfach mal an, pack das alles in die Schubkarre rein, austackern. Ja, und dann sehen wir weiter. So Freunde, etwas komische Kameraführung liegt daran, dass ich die Cam komplett am Stativ dran habe. So sieht es jetzt hier drinnen aus. Einfach bloß die Teichfolie so, ja, mehr oder weniger recht und schlecht reingetackert. Aber das sollte ausreichen. Ja. Das sollte auf alle Fälle ausreichen, dass das Wasser drin bleibt. Ja, und warum habe ich das so gemacht? Tja, da gibt es einen einfachen Grund dafür. Erst einmal das Stativ wieder hinstellen. Und zwar, Moment. Ja, Freunde, und zwar hat das letzte Mal, wo der Wäscheninier hier war, gesagt, Junkie, du Schwein! Ja, oder so ähnlich. Mach da Folie rein, dass die Kräuter ordentlich werden, damit wir endlich einen Johnny fertig machen können. Naja, ich weiß zwar nicht, was er damit meint, er hat eh keine Chance, aber machen wir es einfach einmal. Und wenn es nichts wird, verprügel ich ihn. Veginia. Genau. Also wie gesagt, ich mache jetzt alle Fächer fertig und dann fange ich das Pflanzen an. Wo haben wir sie denn? Irgendwo hier ist doch das ganze Zeug rumgestanden. So, da haben wir das erste. Drinnen an der Fensterbank haben wir ja auch noch was stehen. Und das holen wir jetzt dann nachher raus und werden das pflanzen. Und dann gucken wir mal, was an meinen Schildern noch passt, weil da sind auch Sachen dabei, wo ich keine Schildle habe. Mal sehen, ob ich da noch welche bekomme. Ja, und ansonsten müssen wir halt doch selber was malen. Ich mach mal weiter. Jo, alle drei Ebenen fertig. Erste, zweite und dritte. Dann hat er auch noch gesagt, ich soll unbedingt Hornspäne mit rein tun. Naja, das habe ich jetzt auch gemacht. Die Erde, was ich aus dem Ding raus habe, noch mit frischer Erde vermischt. Ja, und eben Hornspäne drunter. Jetzt fülle ich hier die Erde erst einmal hier grob so ein. Dass halt einmal ein bisschen aufgefüllt ist. Ja, und dann fange ich an, die Pflanzen zu setzen. Gut. Ein Löchle haben wir auf alle Fälle unten drin. Ja, da fangen wir hier mal mit dem Rosmarin an. Mit dem, ja, Riesenset. Was mir mein Schatz mitgebracht hat, waren drei Pflanzen drin. Ich setze hier aber bloß zwei ein. Ja, und für die dritte werden wir im Garten irgendwo schon noch ein Plätzlein finden. Aber Leute, bevor ihr mir hier jetzt stundenlang gelangweilt zuschauen müsst, ja, werde ich jetzt die Cam auf die Seite packen, in Ruhe die ganzen Pflanzen hier reinsetzen. Und euch, ja, im Anschluss zeigen.
So sieht der Plan im Moment aus. Also, bis nachher. So, Freunde, dann haben wir hier unseren Rosmarin drin. Unschwer zu erkennen. Basilikum, Zitronenmelisse. Hoffentlich kriege ich da noch so ein schönes Schild. Dann zwei verschiedene Thymian. Majoran und Oregano müssen wir uns jetzt noch vorstellen, dass da was drin ist. Das war in dem Pack irgendwie nicht dabei. Und hier unten haben wir Bohnenkraut war das und das war Salbei. Ja, und da schau ja mal, was man noch über den Weg läuft. Gut, ich werde das Ganze jetzt da mal hier rüberziehen und etwas wässern. Moment. Tja, Freunde, für das Ding suche ich mir jetzt einen schönen Platz und eins kann ich euch sagen, wenn das dieses Jahr wieder nichts wird, dann schlagen wir das Ding zusammen und verheizen das im Pyron. Ja, und der Veggie Ninja wird verprügelt und darf mal ein Gemüsebeet anlegen. Kräuterbeet. Okay, das war's für dieses Video. Kräuterpalette Jahr 2. Was noch an Kräutern dazugekommen ist, ja, das werdet ihr mal dann in einem anderen Video sehen. Wenn euch, das dürfte dieses Mal wirklich ein kurzes Video gewesen sein, das gefallen hat, einen Daumen nach oben, Abo würde mich riesig freuen. Und ansonsten, gibt schon Fleisch in den Kühlschrank. Da ist dann wieder Fleischzeit. Okay, wir sehen uns. Ciao. Ratz, wo soll ich das Ding jetzt hinstellen?